Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von coffeeness.de und heute machen wir mal einen Kaffee mit so einer Espresso-Kanne, wie man sie in Deutschland nennt, oder Mokapot. Und das wird ein ganz fixes Anleitungsvideo, wo ich euch erkläre, wie ihr damit ordentlichen Kaffee hinbekommt, wie das geht. Das versuchen wir in 4 Minuten zu erledigen und später wird es dann nochmal ein ausführliches Video geben, wo ich euch alles zu so einem Espresso-Kocher erkläre. Wenn ihr das ausführliche Video auch mitbekommen wollt, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Unten rechts beim Video diese Glocke einfach aktiviert, dann werdet ihr nämlich immer auch über neue Videos informiert, die ich mache. Und wir werden nochmal bestimmt so ein 10-12 Minuten Video machen, wo ich so alle Vor- und Nachteile von so einem Espresso-Kocher erläutere. Jetzt geht es erstmal darum, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das hier ist jetzt einer von Bialetti aus Edelstahl. Ihr kennt auch die Aluminium-Varianten, die diese charakteristische Form haben. Und ihr seht hier, gibt es so ein Ventil, das ist ein Überdruckventil. Und da müsst ihr ein bisschen drauf achten, wenn ihr gleich Wasser einschenkt, dass die Wasserhöhe nicht über dieses Ventil kommt. Das ist wichtig. Und generell ist halt auch wichtig, dass ihr einen sauberen Espresso-Kocher habt, wo nirgends irgendwie schon eine Kruste drin ist, weil das extrahiert dann noch weiter, dann wird der Kaffee bitter. Und das ist immer so der Albtraum in der Jugendherberge oder so, wenn ihr so ein altes Teil findet. Wenn das schmutzig ist, dann wird auch der Kaffee nicht gut. Also achtet auf ein sauberes Gerät. Wir schenken jetzt als allererstes hier bis unter die Ventilhöhe heißes Wasser ein. Und das ist relativ wichtig, dass ihr schon heißes Wasser benutzt, weil dann der ganze Prozess ein bisschen weniger dauert und das Kaffeepulver nicht so lange mit heißem Wasserdampf in Kontakt ist und die Qualität insgesamt einfach besser wird. Als nächstes braucht ihr dann natürlich Kaffee, am besten frisch gemahlenen Kaffee, so eine mitteldunkle Röstung, da könnt ihr gerne Espresso auch benutzen. Und hier habt ihr das Sieb und den macht ihr hier rein. Und ganz oft wird halt falsch gemacht, dass viel zu feines Kaffeepulver benutzt wird. Und ihr solltet halt kein so feines Kaffeepulver benutzen wie beim Espresso, sondern etwas gröber gemahlenes, eher so Richtung Filterkaffee. Deswegen habe ich den jetzt hier auch mit meiner Mühle für Filterkaffee gemahlen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ihr jetzt die Struktur von dem Kaffee gut erkennen könnt, aber das ist halt so ein bisschen gröber gemahlen, als man das von Espresso kennt. Hier wollen wir nur eine ebene Fläche haben und dann packen wir das hier einfach rein. Denkt dran, dass das durch das heiße Wasser schon immer auch ein bisschen heiß wird. Das heißt, man nimmt jetzt am besten so einen Lappen und hält daran den Espresso-Kocher fest beim Festschrauben, weil ansonsten wird das schon ein bisschen heiß an den Händen. Und was halt auch hier jetzt so ein bisschen so ein Nachteil von diesem Modell ist, das ist halt nicht eckig. Das heißt, das könnt ihr so ein bisschen schlechter greifen. Aber das kriegen wir bestimmt auch hin. Und wir schrauben jetzt hier einfach dieses obere Teil rauf. Da ist eine Gummidichtung drin. Zack, das muss natürlich festsitzen ganz gut. Und dann können wir das auch schon auf unsere Herdplatte stellen. Die mal stellt ihr am besten so ein mit mittlerer Power. Und dann gucken wir uns mal an, wie der Espresso da rausschießt. Beziehungsweise natürlich der Kaffee. Ich sag ja immer selber, da kommt kein Espresso raus. Wir machen jetzt mal unsere Herdplatte an. Mal gucken, wie das funktioniert. Mit der habe ich jetzt auch noch nicht so gearbeitet. Und die ist irgendwie ganz schön laut. Das hatte ich mir eigentlich für die Videos ein bisschen leiser gewünscht. Aber das Wasser war ja schon vorgeheizt. Und wir gucken jetzt mal, wie schnell das geht, dass der Wasserdruck das Wasser durch das Kaffeepulver durchdrückt. Und da muss man nämlich auch ein bisschen aufpassen, weil wenn es dann am Ende anfängt, so zu zischen und zu gurgeln, dann wird es allerhöchste Zeit, dass man den Kocher auch schon runternimmt. Ansonsten wird das nämlich viel zu heiß und verbrennt und schmeckt dann auch nicht. Jetzt geht's auch schon los. Wenn ihr jetzt angehört, dass es so ein etwas gurgelnderes Geräusch wird, dann müssen wir auch schon aufpassen, dass es nicht zu heiß wird und dann wollen wir den jetzt auch schnell runterkühlen. Und dann werdet ihr merken, dann hört es halt auch ganz schnell auf zu gurgeln. Wir haben jetzt unseren Kaffee hier im Espresso-Kocher gemacht und ich wollte noch mal kurz zusammenfassen, was wichtig ist. Ihr braucht eine saubere Espresso-Kanne und da müsst ihr halt auch echt aufpassen, wenn ihr die irgendwo findet, nehmt die einmal komplett auseinander, macht die sauber. Da ist oft noch so eine Patina drin, die wollt ihr nicht haben, weil die macht den Geschmack auch bitter.
frisch gemahlenes Kaffeepulver, das sollte nicht zu fein sein, kein Espresso dafür nehmen. Dann füllt das Wasser nur bis zum unteren Rand von diesem Ventil auf, das ihr hier habt. Ansonsten kann das auch nicht mehr richtig funktionieren. Nehmt warmes Wasser, dann geht das Ganze ein bisschen schneller und der Kontakt wird schneller. Lasst es nicht zu lange auf dem Herd. Wenn es anfängt zu zischen, könnt ihr es am besten ein bisschen ablöschen und einschenken. Und schon habt ihr einen ordentlichen Kaffee. Der hat übrigens auch richtig, richtig viel Koffein. Wir haben mal einen Koffeintest gemacht, wo wir im Labor ganz viele Zubereitungsmethoden getestet haben, auch Espresso-Kocher-Kaffee. Und hier ist richtig viel extrahiert, auch viel Koffein. Das verlinke ich euch hier unter dem Video auch nochmal. Da erscheint dann irgendwann auch nochmal das ausführliche Video zum Espresso-Kocher. Und ich hoffe, die Anleitung war für euch hilfreich. Und wenn sie hilfreich war, dann abonniert am besten gleich den Kanal.